Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Pickup-Folge von Braunin TV. Ich habe mir wieder auf eBay ein paar Blu-rays rausgesucht, jeweils bei einem Anbieter ein paar. Und die möchte ich mit euch gemeinsam jetzt öffnen und bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Schreibt es unten in die Kommentare und wir starten direkt rein in das größere Paket. Ich glaube, das größere Paket ist das unspannendere, das kleine das spannendere. Deswegen machen wir das so rum. Und das macht man. Okay, das ist hier geklebt. Das geht super. Jetzt machen wir. Also ganz unspannend ist es nicht. Hier sind eher, glaube ich, die neuen und das andere sind die spannend. Und so irgendwie war das. Ich weiß selbst nicht mehr genau, was hier eigentlich drin ist. So, und wir fangen an. Und ich glaube, ich habe wieder viele Filme bestellt, die ich noch nicht gesehen habe. Und zwar wie zum Beispiel 21 Bridges mit Chadwick Boseman, der ja leider zu früh verstorben ist. Bin gespannt, das war glaube ich einer seiner letzteren Filme, aber das sehen wir ja dann, wenn ich das Ganze nochmal nachgucke. Dann, das habe ich für 1 Euro glaube ich gerade so mitbestellt, Der Mann, der niemals lebte mit Leo DiCaprio und Russell Crowe. Dann Meisterdetektiv Pikachu, fand ich super den Film. Also was heißt super? Also hat echt Spaß gemacht. Ich fand ihn richtig gut. Und habe ich jetzt auch, auch oh, alles neu hier. Alles neu. Super. Silent Hill. Ich finde diesen Film so unfassbar krass. Auch den zweiten Teil, den viele irgendwie hassen, finde ich echt verdammt gut. Aber der hier ist echt einer der tollsten, besten Horrorfilme, die ich kenne, und bin echt froh, dass ich den hier endlich in meiner Sammlung habe. Würde mich natürlich noch umso mehr freuen, wenn ich irgendwann mal ein Mediabook, ein Steelbook davon habe. Was ich jetzt auch endlich mal habe, ist, habe ich den nicht irgendwo schon mal bestellt, ist Departed. Habe ich irgendwann mal angefangen, nie fertig geguckt. Wird endlich mal Zeit. Dann, was lange auf Amazon Prime war und glaube ich immer noch ist, ist The Call. Wollte ich unbedingt auch mal haben. Fand ich schon immer spannend, habe ich aber auch noch nicht reingeguckt. Genauso wie Unhinged mit Russell Crowe. Soll so ein mittelmäßiger Film sein. Aber ich freue mich trotzdem drauf. Russell Crowe ist einfach ein cooler Typ und wenn er dann mal voll eskalieren darf, ist das eigentlich bestimmt eine ziemlich coole Sache. Dann endlich Once Upon a Time in Hollywood. Habe ich auch noch nicht gesehen, ist auch hier auf jeden Fall die teuerste Blu-ray, die ich mir angelegt habe von diesen irgendwas runtergefallenen Lieferanten, Verkäufer. Freue ich mich auch endlich drauf, den mal zu sehen. Der, glaube ich, einzigste Film hier, den ich noch nicht geguckt habe, ist, den ich schon geguckt habe, ist Erschütternde Wahrheit. Habe ich auch gerade noch billig dann mitbestellen können. Den fand ich ehrlich gesagt ziemlich gut. Kein absoluter Reiser, aber macht auf jeden Fall Spaß zu gucken. Wow. Oh, lauter neue Blu-rays. Heiß. Und jetzt kommen die spannenderen. Ich glaube, hier waren auch Klassiker drin. Und zwar, oh Gott, wie geht denn das hier auf? Hier ist offiziell keine Öffnung. Ich nehme das so schieben irgendwie. Also jetzt sind die Verpackungen echt der Hammer. Ah, okay.
Dann fangen wir einfach mal so an. Und zwar Nummer 1. Ein nicht neuer Film. Ah, Tenet. Ich als Nolan-Fan habe Tenet noch nicht geguckt. Wird endlich mal Zeit. Und jetzt habe ich ihn endlich in der Sammlung. Ich wollte den nie im Stream gucken. Ich will den unbedingt auf Blu-ray gucken. Jetzt habe ich ihn in der Sammlung. Dann. Genauso wie Blade Runner 2049. Genau dasselbe wie mit Tenet. Wollte ich einfach nicht im Stream gucken, sondern in einer heißen Qualität. Stream ist einfach nicht so gut wie auf einer Blu-ray oder auf 4K. Aber ich habe ja halt keinen 4K-Player noch nicht, den ich dringend brauche, weil ich habe ein paar 4K-Filme. Dann als nächstes. Oh, ein heißer Klassiker. Citizen Kane. Wer Angst vor alten Filmen hat und dann auch noch in Schwarz-Weiß, der sollte unbedingt mal Citizen Kane gucken. Der Film ist sehr musikalisch, sehr modern gedreht, auch die Kameraführung, die ganze Szenerie, ein bisschen eine geile Mischung aus dem alten Stil und dem neuen. Orson Welles war einfach seiner Zeit weit voraus. Das hat er so grandios hinbekommen. Ein absolutes Meisterwerk der Filmgeschichte. Au, 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 au. Einmal Psycho, bitte. Hätte ich auch gern irgendwann ein Steelbook, Mediabook, irgendwas. Genauso wie von Citizen Kane. Aber habe ich auf jeden Fall in meiner Sammlung gebraucht. Auch hier. Alter Film, absoluter Klassiker, wobei ich bei diesem eher verstehen könnte, wenn er Jüngeren nicht gefällt. So, die vorletzte für heute. Blade Runner, der Final Cut. Es gibt hier, glaube ich, ungefähr 5-6 verschiedene Schnittfassungen von Blade Runner. Ich kenne bisher nur den Final Cut, der ist auch verdammt gut. Gerade die Szene gegen Schluss ist der Hammer. Freue mich auch schon, dass ich hier, glaube ich, eine leicht remasterte Version dann von nochmal habe, rein optisch. Und freue mich auf jeden Fall, jetzt auch einen Blade Runner in meiner Sammlung zu haben. Kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten. So, und der letzte Film. Ich weiß gar nicht mehr, welcher es ist. Und zwar ist es Jonas von Cinema Strikes Back hat diesen Film lange nicht gesehen. Ich habe ihn gesehen. Es ist Eraserhead. Wer auf vollkommen abgefahrenes Arthouse-Kino steht und sich hinterher noch den Kopf zerbrechen will, was wollte der Regisseur eigentlich von mir? Das ist der Film. Ich weiß es bis heute nicht, trotzdem ist der Film geil. Er ist einfach unheimlich kreativ und macht richtig Spaß irgendwie anzugucken, obwohl der einfach so, man weiß einfach gar nicht, was hier irgendwie abgeht. Das war jetzt insgesamt auch meine komplette neue kleine Sammlung, die ich mir zugelegt habe. Es wird demnächst noch ein Video rauskommen. Ich habe nochmal einige bestellt. Davon sind bei einer Bestellung jede Menge Steelbooks dabei. Deswegen abonniert diesen Kanal, bleibt dran, kommentiert übrigens mal meine Filmwahl, habe ich ja vorher schon gesagt, macht es einfach nochmal. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder, vielleicht auch bei einem anderen Format. Bis dann, ciao!